Ring! Oh, Ring! 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 Ja, P6. Kriegen wir hin. Durch direkt den... Rennstrategie. Kann ich irgendwas mit 37 Kann ich 4-Stopp einstellen? Ja, genau. Ich bin auch sogar direkt einen 2-Stopp, weil die brauche ich auf jeden Fall. Ja, richtig. Genau. Einführungsrunde jetzt erstmal. Ja? Was nehmen wir denn? Das ist schon Start. Also, da zieht nach Sigmono aus. Achso, jetzt zerstören wir das im Wagen, diese Rechts-Links-Kurve. Oh, Sigmono, das wäre echt mal was Neues. Das wäre was anderes. Also, mein Ziel ist, also ich glaube nicht, dass das passiert. Du bist bei die Hälfte des Rennens. Ihr seid schneller als ich und ich glaube, wenn mich irgendwer von euch überholen will, dann landen wir beide in der Wand. Ja, weil du wahrscheinlich dann hier. Ja, ich muss den Reifen über machen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ach, du könntest jetzt schon an, dass er da rausgeschmissen wird. Falsch. Oh, warte, nein, es ist nur einfach nicht unterscheidend. Ja, man startet ein bisschen früher als die anderen mal wieder. Ich bin auch gar nicht gestartet. Im ersten Mal. Die Kupplung funktioniert. Nö, ich hab nur Gas gegeben, aber noch nicht losgelassen. Ach, tut eh letzte. Aber ah, wieso hab ich denn die plus 5 Plätze gekriegt? Also, Reifen aufwärmen kann ich jetzt hier nicht. Was war denn der Grund? Das weiß ich eben nicht. Ich hab angeblich. Nee, angeblich unser Unfall verursacht, aber da stand nicht, dass ich deswegen die Strafe gekriegt habe. Trotzdem. Ich stehe mittendrin, also ich habe die beste. Du bist Dritter, du stehst nicht mittendrin, selbst steht mittendrin. Ja, was, ich bin Zehnter. Jetzt genau der gleiche. Nein, das ist nicht der gleiche. Wenn das ja klar ist. Also ich bin Achter, da kann auch alles passieren. Wer ist eigentlich Letzter? Wow. Ist das Crashes oder? Ja. Okay. Der erfahrenste Spieler ist immer Letzter. Ja klar, ey. Ich glaube, die fahren gar nicht. Ja, Sainz hat so gebremst, sorry! Ich hab gerade ein bisschen gedreht. Ich hab die Kurve weg. Oh! Ja. Alles gut gegangen, Sebi? Ja, ja, alles gut. Was macht ihr das denn Spaß? Das wird das absolute Chaos. Das Sainz hat sehr plötzlich auf die Bremse gedrückt und ja. Ja, das tut mir jetzt schon leid, wenn ich dich rauskriege oder andersrum. Ah! Ja, absolut! Überhaupt nicht leid! Also mein Jomo, tut mir das leid, bei dir nicht. Ich will das nicht. Ja schon der 2. Hallo, Jolo. Hallo. Ach komm, Jolo, hör doch, das steht für 2. Was habt ihr denn da gemacht? Ein ich hab mal gedreht. Aha. Eventuell. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, Einzug ist von der Überstand. Ich will nicht Monaco fahren. Das Geilste, oder? Aber wenn man so die Minimap ansieht, wir sind sehr verteilt. Also, ne? Ja. Wir sind aber auch nur verteilt, weil die Strafen. Die restlichen Fahrer nehmen. Das stimmt. Was, Gürmann, das sieht so creepy bei dir aus. Du fährst gerade mit durchdrehenden Rädern. Ich beweg mich nicht. Und ich hab keinen Bock. Oh, nö, schon wieder? Auch nicht. Ich hab mir schon gesagt, wenn ich rausfliege in der ersten Kurve, dann würde ich mich direkt. Ich bin erstmal kleben geblieben. Oh, ich sag das mit was. Ich bin raus. Wir stehen einfach alle. Wir stehen, ja, die stehen alle. Genau. Und dann lauft es Überholmanöver. Ich bin raus. Ja. Okay, ich bin Sechster. Wir stehen hier alle. Hey Sebi, du bist an mir vorbei. Das zählt nicht. Gelbe Flaggen. Ja, keine Ahnung, wie. Du bist an mir vorbei. Ja, aber gelbe Flaggen. Was war da mit der Flagge? Mono ist Erster, kann das sein? Ja, ja, aber ich hab mir direkt einen Frontflügel angeschossen. Sepp, du kannst jetzt in der Weltmeisterschaft aufhören. Ja, ich hab mir allerdings kaputten Frontflügel geschossen. Wer ist raus? Ja, ich bin raus. Bin rausgeflogen? Ja, ich. Cyborg. Ich hab nicht damit gerechnet, dass Button so irgendwie 8 Kilometer vor der Kurve bremst. Ich schon. Ich hab auch 10 Kilometer vor der Kurve. Ich ja, ich auch. Dann standet ihr einfach auf der Strecke. Fahren wir ein bisschen langsam, aber egal. Oh, dann jawohl! Ich halte auch ein bisschen das Feld auf. Aber ich kann nicht schneller mit dem Frontflügel. Ja, das ist schön, so komme ich wieder ran. Danke. Ja, das ist echt die beste Position. Wenn er dann eigentlich einfach nur mal fährt. Hoppala. Ich kann diese Kurven kaum noch rum. Ja, das ist auch. Hat nur noch Schaden. Ja, ist ein Stand im Frontflügel, aber oh, mein Vater noch weiter. Ich war rausgerutscht. Jo! Jo! Noch mehr! Oh, liebe Box. Dass du nicht ausgeschieden bist, ist eine Frechheit. Du kannst nicht wenden in Monaco! Okay, das Safety Car ist draußen. Darf ich das Ersatzauto nehmen? Das zählt!
Oh ne, reduziere das Tempo. Ich hab den in der Safety Car Phase überholt, es zählt. Weißt du, ich bin da. So. Ach cool, ich soll die Kolonne einholen. Geil! Komm mal, werf mit Safety Cars. Ja. Ich bin jetzt 18, aber noch lebe ich immerhin. Aber das kann auch nur eine Frage der Zeit sein. Ja, ich habe das ja auch gemacht, damit die Weltmeisterschaft spannend ist. Ja, natürlich. Ja, weil wir ja so viele Punkte holen werden. Ja, ich bin zufrieden, ich bin nicht der Erste. Ich hab keine Punkte holen. Warum steht denn das? Ich hab keine Punkte holen. Alles gut. Der Safety Car steht da. Was ist behindert, Alter? Ja, das habt ihr etwas irritiert. Ja, na toll, jetzt gucken hier so rum, Alonso und so, aber wir müssen doch hinter dem Safety Car her. Ja, aber das steht aber noch direkt hinterher. Safety Car war, das ist der erste an den Randkopf quasi. Ja, das ist ja das Problem. Wir sind direkt vor dem Safety Car da vorbeigekommen. Also wir müssen eine ganze Runde aufholen. Auf das Safety Car. Quasi. Aber wir müssen. Keine Ahnung, vielleicht ist das so das letzte Mal. Da gab es trotzdem ja nur eine bestimmte Zeit dran. Ich denke, die hätten wir sich daran halten. Ja, das kann ich nicht so langsamer. Ach, shit, ja. Aber ich darf jetzt so viel Rasen. Du kannst Safety Car noch vorbeifahren. Nein! Solange du keinen vor dir hast. Ja, jetzt aber gleich leider. Ich hab Pia direkt vor mir. Keine Ahnung, wie auch immer der brennt. Wenn jetzt der brennt. Kurven abkürzt, ist jetzt scheißegal, hab ich gerade rausgefunden. Ich hätte jetzt gerade fast den Reifen in der Safety Car. Oh, das wäre nicht schlecht. Also ohne Witz, Junge. Das doch auch Minze. Fleisch. Warum denn nicht? Ja, also Punkte sind für mich halt auch völlig weiter gerne. Mono, das wird witzig bei uns beide. Dann können wir es ja jetzt einfach noch machen. Wieso, bist du hinter mir? Ja, du bist Dritter. Ich bin doch jetzt hinter dir. Warum muss die Kolonne noch einmal? Oh Mann, ey, das ist nicht. Oh, eine nicht ganz. Enden, upsala, ich hab das Safety Car überholt. Was soll ich nicht machen? Wow, jemand ist in hier drin gespawnt. Was war nicht das gut denn? Enden. Achso. So, bleib jetzt hier. Jetzt muss ich hinter dem zurückfallen, der einfach nicht mehr da ist. Da jetzt. Auch nicht schlecht. Alonso, bremst du so. Das war das einzige Gefährliche bei diesem Wettrennen. Die erste Kurve. Da hab ich verkackt. Hä, bei mir. Was war das denn gerade für ein Bug eigentlich? Was hat er gerade vom Wetter gesagt? Ja, okay, ich mach dann mal die Aufnahme doch aus, weil er macht irgendwie keinen Sinn. Oh Mann! What the fuck? Was für mega lag? Seid wieder teleportiert worden. Warum denn? Tarok, nicht minimieren! Was? Genau du! Ja, weil ich minimieren. Dann hast du gerade schon, dass hier alle hinter dir teleportiert werden. Alter! Hä? Wo kommt denn der Celtica her? Das ist bei mir gerade gespawnt vor Alonso. Hey, das ist bei mir. Arianto fährt mal ganz cool an der Krieg. Ja, das Celtica ist einfach hinter uns. Ja, und ich würde nicht sagen, du musst immer hinten zurückfallen. Aber der rennt bei mir auch dauernd durchsichtig. Ja, Durchfahrtsstrafe. Und schon wieder läuft der Timer jetzt mit dem Feld zu weit zurück. Und der Safety Car hatte ich auch gerade. Es sollte nicht regnen. Ja, geil, der läuft jetzt. Nice, Euro! Ja, jetzt sehr gut gemacht! Übrigens, es sollte nicht regnen, hieß es gerade. Der Safety Car fällt jetzt einfach rum oder was? Du fällst zu weit zurück, der ist doch direkt vor mir! Der Safety Car fährt jetzt im Rennen. Ja, das fehlt ja einfach. Ja, ich kann Alonso direkt sehen! Wir zwei waren schon. Wenn es eine Strafe gibt, hast du uns alle eine Strafe mitgegeben. Ja, aber das Gute ist, alle haben. Nee, ich nicht. Ich hab keine bekommen. Ja, das kommt halt immer wieder. Die wahnsinnige Bremse und Variante vorbeigelassen. Ich krieg dauernd, du fällst zu weit zurück und Alonso ist direkt vor meiner Nase. Ja, ich krieg auch, ich bin Erster und ich hab jetzt noch 18 Sekunden und ja, was soll ich da machen? Ich hänge jetzt hier hinter Arianto, der so lahm fährt, aber mein Backer ist nicht so gut. Er kommt gar nicht mal stehen geblieben in der Luft. Kann man mal so machen. Ja! Das ist so. Kurve kann ich nicht. Ja, und ich hab mein. Boah, das ist ein bisschen so. Und er fahr mal vorbei. Durchfahrtsstrafe. Okay, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Du bist jetzt verloren. Francis, du sollst an mir vorbeifahren! Ja, warum denn? Darum, mach doch einfach! Ja, okay. Safety Car, Alter Schwede! Man merkt, wie er das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns. Ja, aber bei uns ist es so. Weil ich es sage. Fahr doch wenigstens an die Box, dann ist nicht so schlimm. So, wir fahren jetzt übrigens das ganze Rennen hinter dem Safety Car her. Ja, Leute, also, ich glaube auch. Ich habe 3 Durchfahrtsstrafen bekommen. Und vor allem, ich weiß gerade halt, wie oft die mich überrundet haben. Wahrscheinlich muss ich 2 Runden oder so auf mich einfach ein. Alter! Welche Runde bist du?
Weiß ich nicht, mit der Also ich bin Fünfte. Ich bin ja auch in der Fünfte. Du fällst zu weit zurück, ich bin direkt hinter Arianto. Das hat jetzt bei mir aufgehört. Ich glaube, ich verliere vielleicht noch nicht so viele Punkte. Ich habe ja nie so ein Gefühl, dass er mir auch noch gepunktet. Ja, weil du minimiert hast. Du fällst zu weit zurück, ja, ich habe keine Sekunde dahinter. Das ist kein Wagen dazwischen. Gut gemacht, Cyrock. Müssen wir einfach mal so ehrlich zugeben. Ich schaff mal diese Haarnadelkurve, ich kann nicht. Du fällst zu weit zurück. Welche? Bist du vielleicht eine Runde hinter Harriante? Ich bin nicht zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Tja, nee, du kannst gleich gechillten Rossberg überholen und nach Hause fahren. Ne? Ich hab dir gesagt, zwei Durchschlagsstrafen. Du kannst nach Hause. Du kannst nach Hause. Ich hab einen kaputten Frontflügel, ich will jetzt aber nicht in die Box fahren. Chaos. Oder ist Crisis im Set wieder? Samuel, Crisis, du musst da vorbeifahren. Zurück, jetzt kämpft Mark auf der Strecke. Okay, Safety Car kommt jetzt rein. Oh, geht doch, Alter. Nein, ja, das ist schon rein. Das war abgelenkt. Dass er da nicht kaputt geht, das ist auch eine Frechheit. Mir wird nichts mehr gesagt wegen Durchfahrtsstrafe. Also von daher weiß ich nicht, ob das wirklich ist. Achso, ja, aber es soll jetzt reinkommen. Oh, jetzt geht's wieder los. Ist schon drin. Los, geht es! Und schon crasht es. Cool, dass du unsichtbar geworden bist. Ja, und ich war fett. Grüne Flagge. Hast du gesehen, dass raus einer Modus geht weiter? Der Abstand zum Hintermann beträgt. Modo steht einfach mal rechts. Modo steht einfach mal direkt in der Mitte. Ich muss gucken. Modo, bist du raus? Ja, ich bin raus. Was ist das denn hier für ein Rennen? Das ist ja. Wenn ich Monaco. Ja, ich sehe Crisis vor mir rumrutschen, aber sonst. Wie viele Leute sind jetzt rausgeflogen? Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mit auf Platz 17 letzter bin. What? Also ich bin Vierter. Es sind einfach nur noch 18 Fahrer im Renner, what the fuck? Nein, stimmt, ich hab Banken mitgenommen. Wer ist irgendwer mitgenommen? Also ganz kurz zur Info, ich wollte Durchfahrtsstrafe antreten, bin hinter dem Safety Car Richtung Box gefahren. Der Safety Car ist nach hinten geleckt, in mich rein und hat mich dann links in die Wand geballert. Und oh krass. Da hab ich nicht mal mehr minimiert. Ja. Ey, ja. Ey, Crisis, lass das. Oh, Sepp. Ah, oh, da liegt vor meiner Nase! Komm, ich lasse jetzt alle vorbei, Alter. Warum hast du ja Flügel? Ah, Rosberg auch. Ich sag jetzt das nicht! Wenn die jetzt gerade. Oh, schaff und ich muss Rosberg ist auch nicht. Ist das die Haarsbox, die vorne stehen? Nein. Ja, erstens das. Ey, wie geht das denn? Der hat mich gerade dran erinnert. Was denn? Was fuck will der jetzt machen? Ey, hast du mal neue Reifen? Das Spiel ist so scheiße, Mann, ey. Und jetzt bist du einfach weggeleckt. Ja, Sepp hat den Reifen wechseln. Okay. Du warst bei mir schon wieder auf der Strecke. Deshalb halt den Reifen nicht mal auf mich. Also irgendwas stimmt hier nicht. Meine Bock braucht 25 Sekunden für den Reifenwechsel, weil ich erst 10 Sekunden rumstehe und nichts mache. Dann war es eine Sekundenstrafe. Nee, die sind aber nicht im Spiel, ne? Ja, doch Stop in Ruhestand kommen, glaube ich. Alter, ey, ich bin doch sehr gut installiert. In Runde 7. Ich hab grad einen kleinen Bug da. Ich bin auch Runde 7. Hinter mir. Ja, bei mir war der auch gerade vor mir auf der Strecke und ist dann plötzlich weggebuggt. Also. Okay. Ich bin nur in der Haarnadelkurve. Ja, du warst bei mir, du warst halt in der Box eigentlich. Und bei mir stimmst du schon gerade auf der Strecke. Warum kriegst du die blaue Flagge? Oder soll Nachs nicht vorbeilassen? LOL! Du bist, dass ich nicht mehr hier an Harriante rankomme, gesteckt war ich gerade. Ja, der hat ja vorhin die beste Zeit gefahren. Also Cyrox macht nicht mehr den Host, habe ich gehört, weil er zu gerne minimieren will. Ich halte das ganze Feld auf. Durchfahrtsstrafe, Trittstrafe, er muss sich ja, das ist ja das Krasse. Ich muss an die Box fahren. Wenn das jetzt hier nicht funktioniert, kannst du neu starten. Dann hast du das ganze Spiel für uns alle kaputt gemacht. Dann überspringen wir aber diese Map. Aber die stimmen nicht raus. Alle 0 Punkte und gut ist. Nee. Hat funktioniert. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Das wird weg. Oh nee, jetzt hab ich mich mit Flügel hier angeditscht. Wer fährt denn jetzt also noch? Ich?
fahre noch. Dennoch ich fahre noch. Wenn der jetzt nochmal sagt, ist Quatsch. Das wird Ericsson teleportiert. Ich hab Ericsson einfach überholt. Also Alonso backt die ganze Zeit rum. Ich bin jetzt Erster. Einer wurde disqualifiziert. Ja, ich bin soll ich auch überholen? Ich bin angeblich Erster. Ah, wo kommt Crest denn her? Ja, mein Typ hört immer noch mal. Das wird der Erste aber auch nach der Lüfts ja da an die Wand. Soll ich ein anderes machen? Soll ich nichts tun an die Wand? Echt? Ja. Das wäre die Alternative. Okay, jetzt fahren noch Gott und Ferrari fährt nach Sepp und Hey, weißt du, ich habe auch weder gestartet, dass du in der ersten Runde rausgeflogen bist, hast du ziemlich gute Tipps für die Leute verraten. Noch mal. Ja! Bursch, geht. Hat er sonst nichts zu tun, oder? Oh Mann, ey. Also, was ist hier los? Gerade eben hat schon wieder jemand in mich reingeportet. Was soll ich denn da Tipps geben, wenn einer mit voll davon gewandt fährt? Was soll ich denn da sagen? Guck mal, wer alles Strafen hat. Okay. Keine Ahnung, kannst du dir gesamt das Wort angucken? Ich bin erstmal raus. Terminal Damage. Finish. Sepp Collision ist Quiert. Oh nein, 30 Collision ist eher nichts. Dann kommt hier Corner Cutting. Dann ist Wehrlein raus. Guck mal, wer alle Strafen hat. Wir stehen einfach überhaupt alle rum. Hamilton ist disqualifiziert. Alles klar. Jetzt geht es los. Sainz Stop and Go. Ich durfte ja wieder hoch. Hülkenberg Stop and Go. Perez Stop and Go. Wehrlein Stop and Go. Eriksen Stop and Go. Achso, es war der erste Punkt. Perez nochmal Stop and Go. Eriksen Stop and Go. Stop and Go. Ohne eine Durchfahrtsstrafe. Rosberg eine Durchfahrtsstrafe. Sepp eine Durchfahrtsstrafe. Mono eine Durchfahrtsstrafe. Rosberg eine Durchfahrtsstrafe. Mono did not finish. Kreis Stop and Go. Das wäre eine gute Strategie. Das war's mit meinem Hinterreifen. Was? Kreis Kurs für Gondrel. So, ja. Dann würde Chris ist disqualifiziert. Hier steht Go. Achtung. Ja, ich hab ein Problem. Ich stehe gerade quer auf der Strecke. Ich komm! Was war das für ein Schwimmbad eigentlich? Die Kurve! Die Kurve! Ja, die Kurve! Wo Mono schon sagte, ja, da passiert mir das immer. Ja, aber ich fahr echt scheiße. Ja, weil alle anderen drauf sind und bestraft haben. Toll, ich war Erster, verdammt! Ja, naja, krieg ich zumindest neue Reifen. Nachdem ich durch meinen eigenen Teamkollegen erstmal hier nach hinten gereicht werde. Fahr raus, fahr jetzt raus! Hey, was soll ich denn sagen? Ich habe drei Durchfahrtsstrafen kassiert, dann zieht das Safety Car. Oh, das ist nur die Zahlung. Ich hab schon wieder einen Flach. Ja, den habe ich auch gerade. Das ist das zweite Mal. In dem Rennen? Ja, nur in der Runde. What the fuck? Nein, ich hab. Ja, ich fahr jetzt zum zweiten Mal. Ja, stimmt, ja. Irgendwann gehen die aber auch die Reifen aus. Ja. Geil. Ey, ohne Witz, ist der Zähne schon raus mit Boxenfuß gar nicht da. Hey, wenn überhaupt. Ich glaub, die sind wirklich raus. Ach, ich guck mal, ja, was? Ich glaube, Rosberg ist raus und ich meine, Hamilton ist auf jeden Fall. Hamilton ist raus, aber Rosberg fährt. Rosberg ist 10. YouTube Germany hat angekündigt, Neo ist schwul, cool. Was? Kann man mich gerade als Mesh-Zeug angezeigt. Also, ich werde jetzt mal Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schonen den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Oh, schnellste Runde. Schnellste Runde, Mann. Ui! Krasse Scheiße. Ui! Ja gut, also mich willst du auf jeden Fall auch noch einholen, weil ich... Das nächste Rennen ist Kanada, ne? Das gefällt mir schon besser. Ja, mir auch. Das war nicht meine Lieblingsstrecke, aber... Da ist aber deine Lieblingswand! Sogar zwei davon hintereinander! Ach ja. Die Christian Stachel aus dem Deck, das Wand. Ich freue mich ja schon auf Spark. Das war nur nach dem 2.0. Die Bakken oder Singapur. Ring ist riesig. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich aber die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ja, hier gibt es schon die dreifachen Dunkelkurven zu. Die gibt es nicht mehr. Geil! Komm, ihr habt die blaue Flagge, das soll er nicht überholen. Da vorne ist Rotzberg, hau weg. Die Triple Pinücke gibt es nicht mehr. Triple Pinücke. Warte, Knacke. Ah, ich habe schon wieder 30 Sekunden Zeitstrafe bekommen und Alonso gemacht.
Aber jetzt komm ich gleich. Mich bitte vorbeilassen. Ey, ja, Sepp! Lass mal das Kreuz hinter dir dich überholen wird. Rechts, ja, okay. Danke. Lebt er noch, oder? Ja, der fährt 42 vor. Echt? Ja. Ah! Ah! Aber er ist jetzt kaputt. Herr Goritz. Nee. Aber ich glaube, ja, ich wurde abgeräumt. Mein Frontflügel ist schwer beschädigt. Ich halte mich das jetzt die ganze Runde auf. Fahrt den! Halt den auf! Ja, ja, der kriegt da auf Lager. Der kann flügen, weil der Berg uns zum Punkt. Ja, jetzt gleich ja nicht mehr. Sie kann vorbei. Oh, da kommt Sam! Leider ist jetzt hier die Leuchtturm. Oh, ich komm jetzt raus! Nein, wie ist der raus? Ja, der hat Platz gelassen. Er hat Platz gelassen. Ich geh gleich rechts in von der See, ja. Safety Car, komm los! Muss selber erstmal klarkommen. Ja, also ich habe keinen Frontflügel mehr, deshalb kann ich... Berg, Berg, du wächst dann auf. Ist auch gut. Ja, ich wurde ja abgeräumt von Gunray. Achtung, ja? Wer fährt jetzt noch alles, was er... Ja, ist hier die gelben Flaggen. Ich fahr noch. Kann nur noch nicht in Berg rücken. Ja. Nee, einer fährt noch. Ja, ich fahr noch. Björn fährt noch. Alter. Ja, wobei, ich komm gar nicht gekommen. Runden. Ja, muss ich noch mal Reifen wechseln? Ja, wahrscheinlich. Ich schau mal Sebi zu, weil der Brief fährt jetzt eher in die Box, oder? Ja. Nee, der fährt jetzt durch. So, ich bin wieder da. Geil. Ich werde jetzt aber noch nicht vorbei. Das hab ich gerade gesehen, ja. Oh, ich würde sagen, halt aber lang durch. Oh Gott, Kanada, die Urlaub. Ich hab grad ein 360 gemacht. Ja, da ging's fertig. Ich bin jetzt gleich letzter als 15er. Die 16er gibt's noch. Nicht schlecht! Willkommen in Monaco! Ja. Da liegen auch mal Teile von mir. Da können beide auf. Achso, ja. Ein Kobach-Paar. Kosten. So, wir fetten jetzt so viel. Schneegurix. 2-0-3. Die Hälfte ist raus. Von uns sind nicht mehr als die Hälfte raus. Nein. Ey, aber ich war der Erste. Ich hatte keine Gegend. Ja, klar, du warst ja auch vorne. Da gibt es deinen Bonuspunkt. Lasst uns die Gläser. Komm, Sebi, mach einen Fehler. Ja, hab ich doch gerade. Mach einen schlimmeren Fehler. Nein. Ach, verdammt, oh, diese Ecke. Ich bin nur 38 Kilometer im Vordermann, das ist ja fast... Ja! Der Folge ist Rotzberg. Ja, jetzt wird's schwierig. Jetzt kommt Rotzberg, jetzt wird's schwierig. Mit Rotzberg hast du ja schon mal Bekanntschaft gemacht. Ey, ohne Witz, ich denke, dass die Strecke in real viel einfacher ist. Glaube ich nicht. Ja, glaub ich auch nicht. Ohne alles drin, sagst du? Ja, also ich bin ja schon mal Karten. Ja, da fährt man nur... Was bist du gefahren? Krass. Leicht langsam. Keine Ahnung, vor rein. Da kann man ja hoch. Ja, und mit Karten fand ich krass, weil... Also, allein schon das Gefühl fand ich halt krass, weil ich hatte nicht ganz den richtigen so mal richtige Vollgas zu geben. Das kam dann erst am Ende. Also, ja, am Anfang ist... Damit habe ich normalerweise keine... Beim Karten kann einiges passieren. Da hat noch eine Menge passiert. Wir haben 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Weil wir die ganze Zeit mal Frontflügel haben, weil die Karts haben ja vorne so ein Ding, ne? Sind dann dieses runde. Die haben so ein Ding, ja, okay. Die haben so einen runden Ring, haben die doch. Ja, ja, dann hat einer das voll gegen die Wande gefahren, ist voll abgekommen. Sie hat das mal hart, aber ich bin nicht jetzt gekritzelt. Sie hat drei Karts. Und das mit Funktion! Ja. Er ist aufgestiegen, Peter ist sie! Was ist passiert? Doch, Erik ist gerade gehüpft! Was ist passiert? Er hat auch ein bisschen Chatspot, aber ich will ein bisschen Gadgets. Lowrider, yo! Sehen, die sind so mir gefallen. Nachts ist Gott zu hoch, egal was ist.
Ich bin doch noch im Rennen drin! Was soll ich das denn nicht hochladen? Ja, keine Ahnung, wenn du im Zweifel ist Gott für Eriksen. Ich hab nur gesagt, ich lade es nicht hoch, wenn ich in der ersten Runde rausfliege, aber die erste Runde ist hoch. Why? Da hat Eriksen die Feder aus Mario Super Mario. Es gibt hier doch einen. Bitte aus! Er hat die Kurve da draußen raus! Scheint bei einer anderen Ansicht. Wolltest du meine Kurve nehmen oder was? Scheint du da mal eine andere Ansicht. Ich kann bei ihm nicht in eine andere Ansicht. Doch. Achso. Alles klar, ich kenne die Zuschauer. Wir sind Experten. Ja. Pass auf, der haut dich weg, der hat was Glück. Ja, oder? Mach doch auf. Das ist Stress. Ich würde es nicht. Hätte ich nicht hinnehmen können. Na ja. Hier zu überholen ist eine Kunst. Oh. In Monaco oder hier auf der Kurve? In Monaco. Ich glaube, es gibt nur eine Kurve. Es gibt eine Kurve. Nee, Sepp. Das hat schon herausgefunden. Wieso denn? Die da? Hier. Ja. Nein, die kann man ja, nicht. Ja, die, suchen. Absolut. Kannst du nicht überholen. Wenn man Sepp aber nur in der ersten Runde. Ja, gut. Scheiß Frontflügel, kaputt. Scheiß kaputter Frontflügel, da kommt man nicht mehr so durch die Kurven. Ja, mit Frontflügel fängst du immer an und danach kriegst du immer. Das war mir auch im Eimer, das merke ich schon die ganze Zeit. Wir nehmen doch die ganze Zeit schon die Wand mit. Aber was hat denn Hülkenberg gemacht? Warum ist der auch noch rumzukommen? Du hast die Hülkenberg gemacht. Ich hätte gerade eben 40 Sekunden, da muss ein Boxenstopp gemacht haben. Wir fahren jetzt nicht so eine ganze Boxenfenster. Ja, ich war ja schon zweimal und muss auf jeden Fall nachher nochmal. Ich setze mich leider deine Reifen aus, musst du noch. Ja. Er will ja noch weiter nach links, der fährt jetzt auf jeden Fall an die Box frei. Guck mal, jetzt ist sie. Ich will's nicht machen. Ich wollte nur die Jungfrau aus dem Weg gehen oder ihn provozieren, eins von beiden. Du hast gesehen, was der Felix gemacht hat, no worse. Wie geil das aussah, muss man echt zugeben. Ja, das war fast so geil, als wir gestern mal auf den Kopf springen. Ja. Ey, wir haben gesagt, das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Ich hab schon wieder einen Platten, verdammt. Das ist lustig, Kammer. Das sieht man. Ja. Leute, das ist ja irgendwie nicht so viel fahrerische Qualität. Ja. Also für die Leute, die draußen sind, ist es mega lustig. Das ist sehr schön. Er hat noch Kammer hat und kommt zum Spring. Zählt! Okay, Sepp ist also im Kampf. Ich kann mich noch erinnern, an LPF, was da stand. Versuch, fair fahren. Das war fair, Bild. Das war nicht gegen einen Spieler. Da muss noch mal eine Direktkommission mit. Das war nicht gegen den Spieler. Ich finde, das ist diskussionswürdig. Das war nicht gegen Spieler. Da muss das, was ich mit der gerichtet gemacht habe, auch eigentlich von dir dann kommen. Ja, das hat auch von dir. Das muss ich. Ich meine sogar, da steht explizit drin gegen Spieler. Wow. Ja, das ist einfach wieder nicht reingebackt. Ja, was ist denn hier wieder los? Hast du wieder minimiert? Ich hab dich minimiert, ne? Das ist einfach nicht reinteleportiert worden. Ich meine, das ist gut, der war 15 Sekunden weg, aber trotzdem. Das ist, glaube ich, spannender als Sepp. Nee, eigentlich ja. Nicht. Oh. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Weil ich zu sein, aber gehe es nicht. Ich folge dem Tunnel. Nee, ich will die Multiplätze nicht verlassen. Das komm, ja, Rix. Ja, komm. Danke, dass du jetzt Zug gebremst. Du musst einen Blick erforschen. Ja, das wäre jetzt toll. Jetzt stell doch mal vor, die Zeit wieder auf. Ja, die Reifen. Wenn wir erste, zweite, dritte. Ja, ja. Abgeschoben, was denn auch? Ja, wollte ihn eigentlich in die Wand drücken. Das ist irgendwie reingespawnt. Ich glaube, Merkel muss aber auf jeden Fall auch noch an die Box. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ja auch rote Reifen. Also hätte ich gelbe, finde ich vielleicht sogar durchfahren. Weil so gelbe viel... Reifen auf Monaco ist. Ist ein Plan. Giorno fällt auch noch. Ja, aber frag nicht wie. Ich habe schon wieder einen beschädigten Frontflügel.